Herzlich willkommen hier aus Burgenland, Eisenstadt. Ich bin hier in diesem wunderschönen Eisenstadt, das gefällt mir sehr gut. Ich bin zum ersten Mal hier. Hier sind die Schlossanlagen Esterhazy und diese wunderbaren Facilities. Da ist das Luxushotel Galata, da werde ich eine Pressekonferenz jetzt machen. Und ich rufe natürlich wiederum auf zum NATO-Beitritt von Österreich. Burgenland hier, die Grenzregion, die so von dem EU-Beitritt und der Euro profitiert hat. Natürlich ist auch der NATO-Beitritt der nächste Schritt, dass man die Grenzen innerhalb Europas überwindet. Und Österreich ist genauso hier falsch wie Ungarn ebenfalls falsch ist, den Euro zu verweigern. Ungarn im Euro und Österreich in der NATO. Und dann haben wir eben diese Grenzen intern überwunden, so gut wie es eben geht. Und das ist im Interesse Burgenlands, das ist im Interesse der Kroaten im Burgenland, der Ungarn im Burgenland, der Deutschsprachigen, der Österreicher. Wir sind alle Österreicher, wir sind alle Europäer. Und die Grenzen zu überwinden, deswegen haben wir diese Institutionen gebaut, die NATO, die EU, den Euro. Und es ist wirklich sehr unerträglich, dass Ungarn nach wie vor nicht im Euro ist und Österreich nicht in der NATO. Das sollte die Antwort auf den russischen Krieg gegen unser Wirtschafts- und politisches System in Europa sein. Er findet physisch in der Ukraine statt, aber es geht natürlich um die ganze Sache. Es geht um Europa, es geht natürlich um die westliche Wertegemeinschaft. Und da im Burgenland müssen die Leute das wissen und sollten, glaube ich, das NATO-Volksbegehren unterschreiben. Darum würde ich bitten hier im Burgenland, dann wird das Burgenland sicherer. Es wird auch, glaube ich, für das Burgenland wirtschaftlich besser sein, in der gleichen Verteidigungsallianz wie Ungarn zu sein. Und dementsprechend hoffe ich auf Einsehen, Support, Unterstützung. Und ich bitte eben dementsprechend um die Unterstützung für das NATO-Volksbegehren. Und ich werde heute ein bisschen diese wunderschöne Stadt zeigen, dieses fantastische Panorama, diese tolle Atmosphäre hier. Und das Burgenland hat wie kein anderes Bundesland profitiert vom EU-Beitritt. Und der NATO-Beitritt ist daneben der Abschluss unserer Westintegration, die Vollendung des Wegs in den Westen für das Burgenland. Und darum bitte ich um Unterstützung. Herzlichen Dank hier aus Eisenstadt. All the best. Bye.